Mahlzeit und herzlich willkommen zu dieser Bauchhof-Sendung, die ich jetzt wieder mit meinem iPhone mache, weil ich keine andere Kamera habe gerade, außer dem iPad, und das ist noch unhandlicher. Aber ich wollte euch mal gerade was zeigen, was ich hier gerade so mitunter mache, außer Kärchern und den Rasen. Und hier bin ich gerade auf dem Teil der Finca, wo viele von diesen Bäumen wachsen. Das ist Johannesbrotbaum. Da ist eine Mücke. Kunden, ich sehe keine Mücken mehr. Es ist, das ist was ich gerade auch einfach mal kurz erzählen wollte, weil mir das so durch den Kopf ging. Der Eigi war gestern zu Besuch und fand das irgendwie ungemütlich bei mir drin, weil ich ganz viele Mücken im Zimmer hatte. Ist auch komischerweise bei mir nachmittags so, und abends habe ich wieder Ruhe. Was gut ist, wenn ich nachmittags draußen unterwegs bin, ist die Kundschaft halt eben schon in meinem Inkarnationsreisebüro. Ja? Und eben saß ich noch da und hatte dann auch wieder, was Nachmittag ist, und ich dann eben saß und dann halt wieder klatsch, klatsch, klatsch. Und die Leute kriegen das bei mir auch so mit, wie ich dann halt so die Mücken wegklatsche. Weil, für die, die das immer noch nicht wissen, ich habe seit 9 Jahren ein Inkarnationsreisebüro für Mücken, Zecken und Flöhe. Und all die Mücken, Zecken und Flöhe, die zu mir kommen, kommen explizit zu mir, weil die in die nächste Inkarnation geklatscht, gefeuert, gebrannt, gerieben, alles Mögliche werden wollen. Hauptsache weg. Ausloggen, neu einloggen in einem anderen Körper. Allerdings töte ich auch tatsächlich nur Mücken, Zecken und Flöhe. Und ich bekomme das tatsächlich bezahlt. Und zwar auf meinem Karma-Konto. Und das ist Instant Karma, das man da beobachten kann. Weil ich das mit dieser inneren Einstellung einer Hilfe tue, habe ich zum einen mit Kundschaft zu tun und sehe keine lästigen Mücken mehr um mich rum. Zum anderen habe ich mit jedem Mal, wo ich meinen Job mache, eine lästige Mücke weniger um mich rum. Klar soweit? Das ist Instant Karma. Da passieren Dinge, wo man in dem Moment, wo sie passieren, die Auswirkungen so definieren kann, dass man was davon hat. Und das ist eine Kunst, die man lernen sollte, die man eigentlich im ersten Schuljahr vorlesen und schreiben und Mathe oder sonst irgendetwas beigebracht bekommen sollte, weil wenn man das nicht kann, dann verfällt man sehr leicht darin, genau dieses Instant Karma instant zu einem Drama werden zu lassen. Denkt mal darüber nach, was ich da gerade erzählt habe. So, und jetzt erzähle ich euch, was ich hier mit diesen Bäumen mache, weil das gibt mir die Möglichkeit, hier gerade auch so ein kleines bisschen mein Taschengeld noch aufzubessern, weil diese leckeren Dinger, die hier so wie Kakao auf dem Boden liegen, halt eben hier, wenn ich ihn verkaufe beim Händler, einen Kilopreis von 1,80, glaube ich, gerade aktuell irgendwie erzielen. Ja, das ist nice. So, und ich habe hier, keine Ahnung, 400-500 Kilo rumliegen. Ich zeige euch mal, also das sind die Bäume. Ne? Hier, der ist jetzt halt auch schon, den habe ich gestern noch leer gemacht. Also es liegen noch ein paar drin, ne? Ein paar für die Götter. Und dann grabbelst du halt alles vom Boden auf. Und dann habe ich das einfach in die Schubkarre getan. Vor ein paar Tagen hat mir der Hendrik noch geholfen. Da haben wir das ein Tuch drunter gelegt, und dann fängt das halt auch alles noch auf, was du so vom Baum runterschlägst. Dann musst du nicht alles vom Boden aufklauben. Gestern habe ich es mal andersrum probiert, und dann habe ich auch festgestellt, okay, wir machen es wieder so, wie ich es mit dem Hendrik gemacht habe, weil es tatsächlich ein bisschen Arbeitsersparnis ist, und man muss ja nicht ohne. Wobei, mir war es gestern echt egal. Also ich habe einfach geliebt, was ich gemacht habe, und dann war mir das egal, ob es ein bisschen länger dauert. Aber dann habe ich im Prinzip das hier mit dem Hendrik innerhalb von einer Dreiviertelstunde zusammen gehabt, und es sind locker 50 Kilo, die da in dem Ding drin sind.
Und hier sind noch mal anderthalb Schubkarren, die ich gestern da von den Bäumen weggenommen habe. Ja, so sieht's aus, liebe Freunde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht das Beste draus. Guckt, dass ihr die Sachen, die gerade passieren, nicht irgendwie dumm interpretiert, weil das hat dann reale Auswirkungen für euch. Und tschüss mit F von Mallorca. Lasst euch gut gehen. Ich muss, wo ist hier der Knopf? Hier ist, ich zeige nochmal das Schöne, die Ernte, ein Teil der Ernte. So. Achso, ich kann ja auch noch erzählen, dass ich das zwar jetzt alles sammeln kann, es aber leider gerade nicht abtransportieren kann, weil der Autohändler in Manacor einen Garantiefall an meinem Auto irgendwie nicht so richtig ernst nimmt. Und wir haben am letzten Donnerstag das Auto schon dahin gefahren. Jetzt nehme ich mir nochmal eine Fresse in der Hand. Hier können wir es so erzählen. Ne? Auto, letzte Woche, Motorleuchte ging an, der Turbo hat nicht mehr zugeschaltet. Das habe ich direkt gemerkt. Ja, das ist was, da brauche ich keinen Computer für, der das ausliest. Ich drücke aufs Gas und ich merke, der Turbo schaltet nicht mehr zu und ich komme fast die Berge nicht mehr rauf, weil der kaum noch zieht. Haben wir das am Donnerstag dahin gebracht und dann haben die gesagt, sie melden sich, wird ein paar Tage dauern. Wir sollen mit Anfang nächster Woche rechnen, weil da war ja noch ein Wochenende dazwischen. Und am Freitag war unwahrscheinlich, dass wir es bis dahin hinbekommen. Da haben wir uns schon drauf vorbereitet, das haben wir uns so mental. Ne? Und jetzt bin ich da heute, weil ich zufällig eh auf dem Weg da vorbeigekommen bin, bin ich da nochmal dahin zum Fiat-Händler in Manacor. Also es ist keine gute Werbung, die ich hier gerade ablasse. Bei dem wir das Auto gerade mal vor einem Monat gekauft haben und es dann halt eben schon kaputt gegangen ist. Und dann bin ich da halt heute hin, habe mal so nachgefragt, was in meinem Auto ist und was die denn so denken, warum man bei ihnen ein Auto kauft. Also die haben da keine Ferraris rumstehen oder sowas, wo man sich denken könnte, so vielleicht ein Zweitwagen und derjenige, der kommt schon parat, so, ne, man kauft da normalerweise ein Auto, weil man es braucht. Ja, ich kann hier im Prinzip jetzt gerade mein Geld nicht verdienen. Eigentlich habe ich einen Verdienstausfall, weil ich das Zeug nicht, weil ich die Ernte nicht wegfahren kann. Dann hat die mich dreimal nach dem Nummernschild gefragt, bis sie überhaupt die Papiere gefunden hat. Also es ist nicht so, als hätte das Ding jetzt so auf dem Tisch gelegen, dass es als nächstes dran gewesen wäre. Dadurch, dass ich aber nochmal Druck gemacht habe, war es dann heute dran. Die haben es heute allen Ernstes geschafft, den Computer auszulesen und herauszufinden, dass der Turbo nicht zuschaltet, wie ich das denen auch schon gesagt habe. Ja, und jetzt dauert er nochmal 4-5 Tage, die benötigten Ersatzteile liefern zu lassen. Dann wird mein Auto repariert, dann bekomme ich es wieder und dann kann ich die Ernte wegfahren. Ja, das sind halt so Sachen, da muss man sich auf Mallorca nicht unbedingt. Also, ne, ich weiß, Spanien ist da leicht anders, aber das ist einfach nur eine Frechheit, finde ich. Gebt erstmal einen Daumen runter. Ne, aber den hier mit F und mit einem Lächeln und Grinsen machen da auch kein Drama draus. Ist halt so, wie es ist. Ne? Jetzt muss ich halt gucken. Ich komme da schon irgendwie durch. Ich weiß, das wird mir meinen Tag nicht versauen. Aber einfach so unter den Tisch fallen lässt man sowas dann eigentlich auch nicht, weil doof. Sowas ist doof. Einfach sowas, da merkst du, da denkt jemand nicht mit. Ne, und sowas darf man einfach dann auch, da muss man gucken, dass man trotzdem sich den Tag nicht versauen lässt. Und dann ist das scheißegal, ob ein Autohaus ist oder eine Regierung, die gerade massiv Scheiße baut. Da muss man halt eben, das ist eben der Punkt, wo ich die ganze Zeit drauf rumreite. So, wenn wir die Kontrolle über uns selbst wieder selber übernehmen, dann sind wir ja nicht mehr von denen abhängig. Ich bin ja jetzt nicht von dem Autohaus abhängig davon, ob was ich jetzt aus meinem Tag mache. Natürlich ist das eine Einladung dazu, mir den Tag versauen zu lassen. Aber die muss ich ja nicht annehmen, oder? So, jetzt stellt euch mal vor, ihr und eure Nachbarn und so, ihr hört auf, euch die ganze Zeit Panik und Angst machen zu lassen und fangt mal an. Und egal, ob jetzt vielleicht sogar die AfD eine sehr sinnvolle Lösung liefert oder egal wer, der nicht so hoch im Ansehen ist, aber ich habe halt gemerkt, dass ich auch von dummen Leuten oder richtig doofen Arschlöchern sehr wertvolle Lektionen lernen kann. Und dann bin ich sehr dumm, wenn ich das dann nicht anwende, bloß weil ich das von denen habe. Ihr wisst ja, wie viele Sachen ich aus irgendwelchen bescheuerten Filmen gelernt habe.
Und wahrscheinlich nicht nur ich, also, ne, wird wahrscheinlich der ein oder andere auch noch wieder wiederfinden. So geht das mit das Spiel nicht mitspielen. Ne? Das ist ja alles Drama, weil ihr den Einladungen folgt, aus allem Drama zu machen. Nur deswegen. Weil da, wo ihr das nicht tut, da ist das ja auch nicht so. Guckt selber hin, ist in eurem Leben. Könnt ihr vor eure eigenen Augen sehen, in eure eigene Wahrnehmung. Ne, macht das Jalousien mal hoch und dann kann man da wieder raus und dann geht's wieder, kommen wir mal ein bisschen Licht in die Birne. Auch im Sinn von Freude und sowas halt alles. Dann hört halt das Drama auf. Lebt es einfach besser so. Also, ne, macht was ihr wollt, aber denkt mal drüber nach, was ihr so tut. Ich hab das lange gemacht und ich bin so aus dem Kopf schütteln teilweise auch nicht mehr rausgekommen. So. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Und hier, Katze ist auch noch da, ist aber auch noch tschüss. Ne? Die ist auch mal mit unterwegs. Kleiner Scheißer. Boah, die fucht sich einen zurecht, das ist nicht mehr normal.